Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map. Und wir hängen immer noch hier. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran. Oh ja. Das sackt mich gerade an. Und die Gamescom ist vorbei. Genau, erste Adventure Map Aufnahme nach der Gamescom. Ja, und deswegen klingt Bram auch so, wie er klingt. Ich finde, es geht heute schon voll klar, wieder zu gestern und vorgestern. Ja, das ist besser, aber du klingst trotzdem immer noch, also jetzt klingst du mehr so, als wärst du quasi noch nicht so lange wach. Ja, gestern und vorgestern hattest du keine Stimme. Nee, wach bin ich, ich meine, wir haben 14.11 Uhr, ich bin tatsächlich schon ein bisschen wach. Aber ich meine einfach nur, wie deine Stimme halt klingt. Ach so, ne. Oh, Mabe, ist gerade erst wieder aufgestanden, oder was? Ja. Ja, sorry, deine Mutter hat mich die ganze Nacht wieder wach gehalten, ne. Ja, das stimmt, das kann die gut. Ihr wollt ja unbedingt wieder Special Techniques mit mir machen. Boah, wieso komme ich denn jetzt nicht da drüber, ey? Was ist denn da los? Hat die nicht da runterfallen? Halt dein Maul. Kann doch nicht rüber. Nein! Das gibt's doch nicht, ich auch nicht. Wieso nicht? Das gibt keinen Sinn. Ich auch nicht. Ja, muss mich ein bisschen mehr anstrengen, Peter. Wie habt ihr denn die Gamescom erlebt? So, erstmal Game Mode wegmachen, ihr geilen Zuckerschnicken. Ah, na endlich. Nein! Ich hab's schon erlebt, ja. Also ich habe kein Spiel gespielt, keins. Außer dafür, wir selber gespielt haben. Nein! Also du hast kein Messespiel gespielt. Hadi, konntest du denn was spielen? Ja, Shadows of Mordor, Junge. Wie fandest du das? Das war ganz schön geil, muss ich sagen. War besser, als ich gedacht habe. Ja, du spielst quasi ein, ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, was das für einer ist. Der sieht ein bisschen aus wie Aragorn, ja. Und der ist halt getötet worden und hat von irgendeiner Ollen seine Seele wieder gekriegt und muss jetzt, er ist halt so ein bisschen auserwählt, weißt du? Also ist das und quasi ein Waldläufer? Ja, ich bin der Meinung, er ist ein Waldläufer, ja. So, und ist halt so ein bisschen Assassin's Creed-Style-mäßig. Du kannst halt auch voll viel rumklettern. Und soweit ich das verstanden habe, das Ziel ist, dass du nachher natürlich Sauron in den Arsch trittst. Aber du musst jetzt nicht irgendwie den einen Ring irgendwie jetzt hier platt machen. Kommt jetzt auch nochmal hier hoch? Soll ich hier auf euch warten? Nee, mach ruhig weiter. Kannst ruhig weitermachen. Und du musst halt dich quasi vom kleinen Ork-General bis hoch zu Sauron durchfighten. Moment, vom Ork-General? Achso, durchfighten. Ja, ne, durchfighten. Du musst halt einen nach dem anderen kalt machen. Kannst eben, dadurch, dass du die Generäle entweder killst oder die für dich einnimmst, kannst du dir eine Ork-Armee aufbauen, die halt dir folgen. Dem Waldläufer folgen. Ja, genau, damit du Sauron nachher halt in den Arsch treten kannst. Wie kann man denn Sauron in den Arsch treten ohne den einen Ring? Das verstehe ich nicht. Ja, das kann ich dir nicht sagen, Peter. So viel weiß ich von dem Spieler da auch noch nicht. Wenn wir das Besondere an dem Spiel ist, dass wenn du halt eben gegen diese Generäle kämpfst und so, dass die, falls du die halt eben besiegst oder auch nicht oder wie auch immer, die sich halt, ja, deinen Namen merken und so. Und du dir quasi, ich sag mal, so ein bisschen so einen Ruf machst oder so. Also es soll sehr... Moment, wenn du einen Ork interaktiv killst, dann merkt mit der, dieser Ork seinen Namen. Nee, du musst, vielleicht kann das sein, dass du den vielleicht auch nicht killst, sondern du abhauen musst, weil der zu stark ist oder so, weißt du? Ja, okay. So, und die merken sich dein Gesicht halt und so ein Scheiß. Und dann, wenn du halt beispielsweise einen Ork-General gekillt hast, kann das sein, dass ein neuer irgendwie dann zum neuen General ernannt wird. Also ich blick da noch nicht so ganz durch. Klingt aber ganz interessant, die Struktur ich dahinter. Ich glaube, ich habe da sogar noch Special-Informationen. Das geht sogar über deinen eigenen Tod hinaus. Könnte auch sein. Echt? Da hast du Hart jetzt einen Abgang gemacht? In echt? Oh, voll geil, auf jeden Fall. Hadi, wir schlagen uns jetzt hier oben nicht, oder? Nein, wir schlagen uns nicht. Wir machen das jetzt. Ja, und? Dann gehen wir da bitte raus. Ja, von mir aus. Hier übrigens, einer hat in den Kommentaren geschrieben, dass wir doch so dumm sind, dass wir nicht wissen, dass selbst wenn wir im Game-Mode sind, dass das Springen uns so nicht beeinflusst. Ja, glaube ich nicht. Also, ja, ich glaub, ist aber ist so. Dumm. Ja, aber du kannst ja Doppel-Leertaste drücken jederzeit. Ja, aber das merkst du ja, wenn du dann am Fliegen bist. Ja, weiß ich nicht. Wenn du jetzt bei kurz vor einem Block bist, haust du doppelt auf die Leertaste, fliegst ja doch noch drauf. Ja, aber und dann denkst du dir, komm, musst du jetzt den anderen nicht erzählen. Ja, so kann man es natürlich auch machen, klar. Alter, irgendwie ist Minecraft bei mir ein bisschen komisch. Jedes Mal, ich darf nicht sterben. Boah, Peter, bist schon wieder draufgegangen. Ist natürlich ganz schön scheiße. Ich bin dummerweise in der Tat draufgegangen. Macht das nämlich jetzt. Du bist echt schon ganz schön weit, kann das sein?
Na, no, nicht weiter als letztes Mal, würde ich sagen. Vor allen Dingen habe ich jetzt wieder so einen scheiß Block über mir. Ach, komm mal, fuck you, bitch. Okay. Wie häufig wollen wir das denn noch probieren? Ich meine, ich finde so eine Folge noch. Auch noch relativ bin's lange so, hier waren. Ich finde so eine Folge. Haben wir die letzte Aufnahmesession nicht komplett diesen Raum gemacht? Ja, ich glaube schon, irgendwie sowas. Ich finde, wir sollten gerade wahrscheinlich schon wieder richtig hart geflamed. Ja, hört auf zu weinen. Gebt uns lieber eine positive Bewertung. Ja, also, ich das werden die Leute ganz bestimmt jetzt machen. Pass auf, ich habe sogar eine gute Argumentationskette. Und zwar, wenn jetzt ihr meint, kommt. Dass wir nicht so lange da dranhängen sollen, dann liked doch mal das Video. Das ist aber irgendwie Erpressung. Das ist keine Erpressung. Das ist Nötigung, ist das. Nicht das Erpressung. Ist keine Nötigung. Doch, klar ist das Nötigung. Nein, also ich will damit nur sagen halt, dass ich die Meinung der Zuschauer viel besser verstehe, wenn extrem viele Likes drauf ist, dass ich dann weiß, aha, die wollen nicht, dass wir das zu lange machen. Doch, das ist Nötigung durch die Blume. Deine Mutter nötigt mich auch nicht. Ist das nicht viel sinnvoller, wenn die mit was nicht zufrieden sind, dass sie dann disliken? Klar, wenn die. Nein, also bei stinkt. Anderen Kanälen schon, ja. Ach so. Ach so. Wobei, das würde ich ja sagen, wenn die ein Video geil finden, müssten die disliken. Ja, okay, das ist doch nicht so geil. Ich gebe zu, mein. Scheiße. Bin ich jetzt tot? Kann ich mich hier retten? Ach so, du bist da. Ich bin halt so ein. Ein Netherrack quasi nach unten gefallen. Peter, weißt du das? Ja, aber da kannst du dich nicht mehr retten. Wo bist du? Du kannst es versuchen. Nee, da kommst du nicht mehr weg. Es gibt keinen Weg, dass du da nochmal irgendwie wieder hochkommst. Das würde ich jetzt Hardy sowieso nicht glauben. Ja, ist aber so. Oh, cool. Ich glaube, da vorne geht's weiter. Mhm. Ist aber, du kommst da nicht weiter. Mhm. Ich bin Hardy. Ich weiß, dass ich recht habe, Mama. Ja, weiß ich auch. Pass auf. Ich glaube, dass er recht hat. Ja, kannst du mal sehen, wa? Ja, kannst du mal sehen. Ja. Ganz dicken Penis. Peter, wann kommt denn die Bestrafung heute eigentlich online? Fuck, um 19 Uhr halt, wie immer. Cool. Was ich zumindest machen kann, ist mich aber, da muss ich die Sprünge nicht nochmal machen. Das geht aber klar. Hopp. Aha. Hast du schon das Thumbnail gesehen, Hardy? Ja, hab ich schon gesehen. Voll gut. Ja. Ja. Und die Betitelung entspricht auch der absoluten Wahrheit. Oh, was ich dir noch sagen wollte, boah, jetzt muss ich das sogar öffentlich machen, weil ich das sonst wieder vergesse. Oh mein Gott, das schmerzt mir jetzt ganz schön, ehrlich gesagt. Aber ich wollte dich für deine Season 8 Thumbnails loben. Echt, wolltest du? Ja, ich habe da auch heute echt ein paar Minuten dran gesessen, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau so soll es sein. Ich find's auf jeden Fall. Dass du da mitmachst. Naja, du hast gesagt, das wäre eine gute Idee. Da habe ich mir gedacht, komm, machst du da mal mit. Dieser Skin-Generator ist ja auch ganz lustig. Ja, das stimmt. Ja, der ist durchaus hilfreich, ja. Lol. Nein, nicht sterben. Ach, Menno, sterben ist doch scheiße. Scheiße. Oder sind wir ja gleich mit der Map schon durch? Da müssen wir uns ja eine neue suchen. Oh fuck, ich bin im Netz. Sind wir. Ist super, super. Ist das in der Tat so? Ist das die letzte Challenge? Ich könnte mir vorstellen, dass da hinten gleich Ende sein wird. Also könnte ich mir vorstellen. Aber da ist doch noch ein Checkpoint, da wo quasi Bram draufgesprungen ist. Ja, aber da ist so eine riesige Statue und ich könnte mir vorstellen, dass da gleich irgendwie Ende. Ja, vielleicht auch nicht. Kann ja sein. Alter, und Spaß, mein Micro fickt mich heute so hart. Ja, bist du noch am Hochladen, Bram? Nein! Bist nicht mehr am Hochladen. Und Christian zockt ja sogar auch Counter-Strike. Der hat sich auch schon lange beschwert. Ich werde die ganze Zeit immer wieder in dieses. Ich darf echt nicht sterben. Fällt mir gerade auf. Ich werde die ganze Zeit. Los, was ist jetzt passiert? Also, wenn ich sterbe, dann kriege ich irgendwie so einen Aussatz davon. So, ich sag mal so 30 Sekunden ungefähr. Und in den 30 Sekunden rennt ihr dann so mit unfassbarer Geschwindigkeit, als wenn er alle Daten so nachholen würde. Ich muss da kurz da durch. Das klingt aber nach irgendwie Flaschenhals im Bereich Datenübertragung. Ja, ich tue so, als hätte ich ja Ahnung, aber jeder checkt, dass ich keine habe. Ah, komm schon, hör auf zu brennen. Also. Aua! 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 Och, ja. Und was macht ihr so noch heute? Ja, wir waren noch gar nicht durch mit unserer Gamescom-Erzählung eigentlich. Aber was ich heute mache, ist gleich mit euch Mesh Battles aufnehmen und dann Abendessen. Und Counter-Strike? Ja, so ein, zwei Ründchen eventuell. Und dann später am Abend dann nochmal weiter Assassin's Creed spielen. Ich hab mir jetzt Risen 3 geholt.
Boah, ich bin da echt noch ein bisschen so am Hadern. Christian hat schon 20 Stunden Spielzeit. Echt jetzt? Wollt ihr nach dem Mischbett jetzt erst noch essen und dann erst Counter-Strike? Ja, sicher. Ja, schon so ein bisschen, würde ich sagen, oder? Hallo? Wir nehmen doch jetzt bis 18 Uhr durchgehend auf. Ja, ich richtig, ja. Also wir müssen kurz einen Snack oder so, weißt du? So, also ein halbes Stündchen reicht. Machen wir nicht in den Mischbattles einfach Counter-Strike? Würde ich ja dann nicht machen. Nein! Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich dann nicht machen, dann würde ich die für was anderes nutzen. Okay. Ja. Hä? Wenn nicht? Ach, da unten hin. Keine Ahnung, wir können auch durchgehen, Counter-Strike zocken. Kann man auch machen. Sagen wir auch. Weil ich auf so eine Speedrunners oder Worms auch Bock hätte. Ja, aber wir sind wahrscheinlich, wenn wir zu 5 sind. Boah, da aber eher Speedrunners als Worms. Da wird sind wir so auf Action 5? Getrimmt heute. Sind wir, sind, ja, sie sind zu 5. Weiß ich, sind wir? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also, aber Jay ist zumindest online heute gewesen und wenn es an jemandem hadert, lol. Ja, ich finde hadert, dann wahrscheinlich an ihm. Ich guck mal kurz nach. Oh, fuck. Ja, ich darauf warte, dass hier alles nicht funktioniert. Hier? Ah ja, gut, dann fliege ich halt dahin. Ich möchte mich ja schon so ein bisschen spoilern und gucken, ob dann vorbei ist, Peter. Ach, vielleicht, na komm, egal. Ich laufe gerade voll in die falsche Richtung. Ui. Ach nö. Ach nö. Ach nö. So gar nicht verzweifelt oder so. Einfach so, ach nö. Ja, nö. Doch, jetzt so. Aber. Das war voll die dumme Idee von mir, das in einem Mal zu machen, letzte Aufnahmesession. Was hat mich da nur geritten? Ach so, es war die Petra. Hey, mach mal. Hat Petra fucking Huren Smith? Nee, nee. Oh ja. So, hast du nachgeguckt, wie viele wir sind? Weißt du, wie willst du denn überhaupt nachgucken? Ich bin außerhalb der Map teleportiert worden. Ist ja genial. Alles klar. Und Spaß, ich nehme dir das mal ganz kurz auf. Ich nehme dir das mal ganz kurz sehen. Falls du das mit einspielen möchtest. Ich bin hierhin teleportiert worden und das da unten ist mein NASA-Portal. So was habe ich ja noch nie gesehen. Nein! Ich bin auf einer Wiese mit Pferden und Kühen und Schweinen und Hühnchen. Ja, ich nehme sie ja auch gerade auf. Hey, wie kommst du denn jetzt zu uns? Und wie gesagt, hier ist mein NASA-Portal. Und was ist das da vorne? Hey, ich schaff den Sprung hier nicht mehr, das gibt's doch nicht. Guck mal, hier ist noch ein NASA-Portal. Geh ich mal rein. Ey! Och, komm, oh nein. LOL! Ah, okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin da auch. Ich bin da auch mit den Kühen und Hühnern und Schweinen und so. Ja, das ist, wenn du stirbst. Ja, ja, die Wand ist weg. Peter, ohne Spaß, ich glaub, du hast einen Flaschenhals. Nee, glaub ich nicht. Ja, Peter hat einen Flaschenhals-Penis. So. So. Mama, bitte. So fest ins Gesicht. So. Was denn gerade? Ist sofort zum Kotzen. Wie Hardy, wie bist du jetzt wieder zu mir gekommen? Indem ich mich einfach durch das Portal teleportiert habe, dann auf Checkpoint 9 gedrückt habe und hierhin geflogen bin. Ach so. Das seems legit, wa? Ja, ziemlich. So. Zackedi, 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 ho. Au, ouch! Konntest du noch andere Games zocken, Hardy? Was, ob ich noch andere Games angezockt habe? Ja. Ja, ich habe mir einmal Dragon Quest 8 für der Tablet angeguckt. Was aber leicht Bullshit war, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Okay. Ja, ich glaube, ansonsten habe ich tatsächlich. Ja, gut, bei COD habe ich zugeguckt. Aber wirklich angezockt habe ich sonst auch nichts, wa? Nee, habe ich nicht. Nee, ich gar nicht. War nicht gerade eine games-zentrierte Gamescom für unser PeteSme-Team. Nee, ich muss aber auch ehrlich gesagt zugeben, dass ich größtenteils
auch wenn es mir etwas mies ging, mehr Spaß daran hatte, an der Bühne rumzupimmeln oder bei uns an der Lounge und da halt entweder Autogramme oder Fotos zu machen. Oder Pause zu machen und zu snacken. Kann ich durchaus nachvollziehen. Also das fand ich irgendwie cooler und sinnvoller, als da jetzt irgendwelche Spiele andaddeln, die ich in ein paar Wochen sowieso spielen kann. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich Assassin's Creed Unity gerne mal angezockt hätte. Wobei, aber es ist halt ein Assassin's Creed, ne? Nichtsdestotrotz sind die Animationen, wie du jetzt die Leute abmurksen kannst, noch cooler irgendwie. Um sehr viele Martial-Arts-Dinger erweitert. Das sah schon geil aus, muss ich sagen. Gibt's auch wieder Schiffs-Gameplay? Wahrscheinlich nicht, oder? Das weiß ich nicht. Also, der, was ich halt wirklich, wirklich, warum mich dieses Spiel halt auch interessiert, ist, weil ich das französische Revolutions-Setting extrem geil finde. Ich finde Paris... geil, dass man mit viermal im Koop spielen kann. Ja, wobei ich schon mal gehört habe, dass der Koop jetzt auch nicht so der Mega-Burner sein soll, aber... Also, GameStar hat den ja schon mal angetestet und der soll jetzt sogar ziemlich miese sein. Ja, vielleicht kommt ja noch was. Ja, vielleicht kommt da noch was. Also ich finde die Architektur halt mega geil, dass man an Notre Dame rumklettern kann und diese ganzen Katakomben da. Also ich finde Paris um die Zeit sowieso von der Architektur halt mega geil irgendwie. Der Paris hat auch den Vorteil, als Wiedererkennungswert der Stadt, weil da extrem viele Denkmäler stehen. Da steht ja jeder Scheiß steht ja in Paris. Ja, das kann sein. Ja, aber also was du hast halt Arc de Triomphe, du hast Notre Dame, du hast einen Eiffelturm, du hast... keine Ahnung, und den Louvre im Zweifel. Ich habe keine Ahnung, ob der schon mit dabei ist, aber der ist auch schon uralt. Ja, ja, richtig. Ne, da bin ich echt mal sehr gespannt. Mal sehen, wie viele Sidekicks da so kommen. Und ja, ich find's halt mega fett, wie du jetzt halt irgendwie da die ganzen Leute da wegsnacken kannst. Also nicht mehr so, ich renne darauf zu und fahre mein Ärmelmesserchen aus, sondern nein, du kannst den richtig schön in die Beine kicken und was weiß ich nicht alles. Also das sieht schon fett aus mittlerweile, was du so mit denen allen anstellen kannst. Deswegen bin ich mal sehr gespannt auf das Spiel. Also das Setting finde ich so interessant wie schon lange nicht mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Piraten-Setting sehr viel interessanter fand. Wow, ja, also schon, aber ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch schon viele Stunden da reingesteckt und irgendwann, ich meine, das ist zwar geil mit dem Schiff und so, aber irgendwann denkt man sich auch so, ja, man würde auch gerne mal wieder was anderes sehen. Und da finde ich so Frankreich und so, ich denk, wird schon bestimmt geil. Vor allen Dingen, ich finde es halt mega cool gemacht, die ganzen Leute da, die du da halt, teilweise deine Ziele und so, das sind halt diese richtig geil gepuderten Sesselfurzer mit ihren Perücken und so. Das haben die halt schon echt richtig geil irgendwie rübergebracht. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da aus dem Spiel wird. Scheiße, ey. Boah, bist du vorletzten, boah, komm mal, die macht halt jetzt mal. Echo. Ja, den habe ich jetzt verkackt. Den hier? Den Sprung habe ich verkackt, ja. Okay, aber nicht den hier. Nee, den hier drauf, von hier auf da drauf. Ich glaube, den habe ich noch nicht geschafft bis jetzt. Ich glaube, wenn du den geschafft hast, hier ist, hast du auch so gut wie hinter dir. Ja, weil... das würde ich auf jeden Fall noch mal erzählen. Du siehst ja, was ich gerade für den Sprung verkackt habe, ja. Boah, das kann nicht sein. Lol. Okay, abgefahren. Hast du irgendwie überlebt? Ja, und ich weiß nicht wieso. Weil noch okay. Im Game-Up bist. Crazy. Nee, er hat's auf Survival-Mode gesetzt. Ja, richtig. Er war im Survival-Mode. Ja, und jetzt wundere ich mich irgendwie, warum ich den Sturz überlebt habe. Na egal. Ist doch gut, wenn du das überlebt hast. Dann doch ja, Jungs, weiter. Was sagt ihr denn? Wollen wir denn mal. Komm, so letzter langsam? Versuch jetzt hier. Ich bin gerade nämlich nochmal drüben. Ja, komm, last try. Jeder hat noch einen Versuch. Okay. Also quasi von. Also oben einen Versuch. Ja. Okay, ich bin jetzt eh gerade drüben. So. Boah, ich habe ein neues Video zu dem neuen Final Fantasy gesehen, ja. Fantasy, was ist das, 15 oder so? Glaube schon, ja. Boah, Alter, das Kampfsystem, ne? Boah, ganz ehrlich, da... Boah, das ist God of War, nur Final Fantasy. Ohne Scheiß, da ist nichts, was auch nur ansatzweise noch irgendwas mit rundenbasierten Kämpfen zu tun hat. Ist das was Gutes oder was Schlechtes? In Boah, ich fand's mega behindert, ehrlich gesagt. Also. Weißt du nicht, dass ich dieses mega Zukunftssetting sowieso schon nicht leiden kann bei Final Fantasy? Ich meine, bei Final Fantasy 10 war das noch so einigermaßen cool. Ja, also ich meine, das war ein geiles Spiel. Das gibt's nicht! Aber das war immer noch so ein bisschen mit Mittelalter so irgendwie vermischt. Komm mal, Adi, so. Du kannst das jetzt reißen. Ja, super geil, wa? Aber das neue... Boah,
das Neue, das ist. Boah, ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich es nicht spielen werde. Krass, viele Leute sind ja voll heiß drauf irgendwie. Echt jetzt? Oh, nee. Du musst dir das Video echt mal angucken. Also, du hast da irgendwie Blink-Effekte und. Boah, nee, keine Ahnung, Alter. Das ist einfach. Boah, nee. Hello there, I was waiting forever. Okay, wir müssen jetzt gleich die Treppe hier hoch, würde ich jetzt mal fast sagen. Ja, erstmal mal drum herum laufen. Ja, genau. Hati, du bist doch ein alteingesessener Roleplaying-Gamer. Du musst doch auch mal was erforschen. Ja, kommt auf das Spiel an. Bei manchen Spielen gibt's halt nicht so viel zu erforschen. Oh, hier ist voll das Loch. Macht ihr eigentlich, habt ihr eigentlich schon irgendwie was mit der Ice Bucket Challenge mitgemacht? Nee, da muss man ja nur nominiert werden für eigentlich. Also so einfach so machen ist ja nicht drin. Also man muss ja schon aber ich irgendwie find, namentlich genannt aber, werden. Ja, man muss aber auch von einem, ich weiß gar nicht, kann eigentlich jeder. Oh scheiße. Boah, bitte nicht. Boah nein, jetzt bin ich tot. Eigentlich ist das doch nur für Prominente, oder? Nee, muss doch, nicht. Oder? Ja, was, wir sind ja, insofern sind wir ja schon Personen des öffentlichen Lebens. Und wenn jetzt irgendeiner hingeht und irgendeinen YouTuber nominiert, weil er den jetzt vielleicht zufällig kennt und dieser YouTuber nominiert andere YouTuber, kommt die Welle natürlich auch zu uns rüber. Wobei ich die Aktion von Charlie Sheen schon sehr geil fand. Ja, das war die beste Aktion. Ja, war es auch einfach nur. Ich dachte, von dem kommt jetzt echt, als er sich das Geld über den Kopf geschüttet hat, dachte ich jetzt, boah, echt jetzt Sheen, weißt du so, kommt jetzt bestimmt noch irgendein behinderter Spruch von dem. Aber das fand ich echt cool von dem. Ich spende das Geld. Das war schon echt nice. Echt mal. Ja, das ist doch, du musst Geld spenden oder dir den Eisbucket über den Kopf drücken, weil für die ALS, also für die ALS-Infizierten, für die Erkrankten. Ey! Peter, was soll das? LOL! Was ist das denn jetzt gewesen? Warte, ich werde hier die ganze Zeit durch die Gegend teleportiert. LOL. Okay. Ich glaube, wir haben die Map jetzt hinter uns. 45. Whoopie. Aber geil. Ist das bei euch, gerade der Typ auch so extrem krass explodiert? Ja, ja. Ne, ich weiß aber nicht, warum. Gerade noch. Ja, ich hab's auf den Typen hochgeschafft und da war ein Button und da habe ich einfach mal drauf gedrückt. Und du warst da oben worden. Ja, genau, dann sind wir runter teleportiert worden. Und dann ist das Ding explodiert und jetzt können wir uns hier das geile Feuerwerk angucken. Ja, voll geil. In der Tat. Ja. Okay, schade, dann war das tatsächlich die allerletzte Challenge, wobei ich bin jetzt auch schon fast ein bisschen froh, weil die letzten Challenges, die waren echt richtig hart, dass das jetzt vorüber ist. Hart wie mein Penis. Ja, aber ich fand die Map ehrlich gesagt ganz cool irgendwie. Ich fand die auch super, also ich fand die wirklich gut. Ja, am Anfang echt so total voll die coolen Ideen mit den unterschiedlichen Spielen und dann am Ende die Hölle, die ja echt ganz schön übertrieben krass war. Ha, du bist echt ein Mongo, weißt du das? So, aber an dieser Stelle machen wir dann Feierabend. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss.